Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. Hallo, einen schönen Abend und willkommen bei Kölner Live auf OE24 TV. Heute wieder mit OE24-Chef Niki Kölner. Ja, Niki, es ist Dienstag und das heißt, heute wird das Studio wieder zum politischen Boxring, kann man sagen. Rudi Fussi und Gerald Groß nehmen heute bei dir Platz. Aber bevor es soweit ist, zuerst ein ganz wichtiges Thema, das Don't Smoke Volksbegehren. Genau, also wir kommen dann gleich zu unseren zwei Lieblingsduellanten, aber davor ist Professor Paul Sewelder bei uns zu Gast, einer der Mitinitiatoren des Don't Smoke Volksbegehrens. Heute ist diese Don't Smoke Initiative aufgetreten und hat die Kampagne für das Volksbegehren gestartet. Von 1. bis 8. Oktober wird dieses Volksbegehren dann laufen. Man liegt jetzt schon bei den Unterstützungserklärungen bei 590.000 und das Ziel ist, hier die Millionenmarke zu erreichen. Wie man das schaffen wird, will, was sozusagen da jetzt in den nächsten Wochen passiert und auch, nehme ich an, ein Appell an die Regierung, all das werden wir mit Paul Sewelder besprechen. Und danach wird es eben wieder mal brutal, das schlagfertigste Duo im ganzen Land, Rudi Fussi gegen Gerald Groß. Um welche Themen wird es da heute gehen? Genau, also die zwei werden sich heute, ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen, wie üblich wieder mal ziemlich auf die Fresse hauen. Rudi Fussi, der linke Rambo gegen Gerald Groß, den rechten Zyniker. Und die Themen, die wir heute besprechen, die versprechen eigentlich schon ein wildes Duell. Zuerst sprechen wir über den Bundeskanzler Sebastian Kurz. Ist er ein Turbokanzler oder ist er ein Schweigekanzler? Da haben die zwei relativ unterschiedliche Meinungen. Gestern ist der Kanzler ja im Sommergespräch gewesen, hat dort unter anderem auch die Steuerreform angesagt. Der Rudi Fussi ist prinzipiell der Meinung, der Kanzler schweigt zu allem, äußert sich viel zu wenig, vor allem zu den diversen Ausfällen der FPÖ. Der Gerald Groß auf der anderen Seite ist, glaube ich, eher der Meinung, der macht den Job ganz, ganz gut. Und ich bin mir relativ sicher, sie werden sich da ein wildes Duell liefern. Und das zweite Thema, will der Kanzler eigentlich nicht werden, ist das Thema Flüchtlinge. Da haben wir schon ein paar ordentliche Schlagabtausche zwischen den beiden gesehen. Heute geht es darum, wir haben in der Tageszeitung Österreich gestern exklusiv die Asylzahlen veröffentlicht und die gehen dramatisch zurück. Es gibt so wenig Asylanträge wie seit dem Jahr 2015 nicht mehr. Was heißt das für die Asyldiskussion in Österreich? Ist sie damit beendet? Hat die Regierung einen guten Job gemacht? Oder ist sie sozusagen, ist das das Glück des Tüchtigen und wird das eher alles geopolitisch und auf Europaebene beschlossen. Darüber werden wir mit den beiden diskutieren. Also es wird auf jeden Fall wild, es wird heftig und ich kann Ihnen, glaube ich, auch jetzt schon sagen, es wird den einen oder anderen Ausfall der beiden Herren wahrscheinlich wieder geben. Okay, also es wird mal wieder wahrscheinlich kein Kuschelkurs, so viel das dürfen wir uns erwarten. Das glaube ich definitiv nicht. Ja. Alles klar, dann starten wir jetzt mit Professor Paul Sewelder. Es geht um das Don't Smoke Volksbegehren. Ja, willkommen bei Kölner Live. Wir starten gleich mit dem aktuellsten Thema des Tages und zwar dem Nichtraucherschutz-Volksbegehren. Bei uns zu Gast Professor Paul Sewelder. Grüß Gott. Guten Abend, einer der Mitinitiatoren dieses Volksbegehrens. Sie haben heute quasi den Startschuss gegeben zum Volksbegehren, nämlich zur Eintragungswoche, findet von 1. Oktober bis 8. Oktober statt. Und heute war quasi der Startschuss für diese Kampagne. Etwas mehr oder eigentlich deutlich mehr als 500.000, 590.000, glaube ich, Unterschriften haben Sie schon, Unterstützer. Was ist denn das Ziel? Wie viele Unterschriften wollen Sie beim Volksbegehren erreichen? Also nach oben sind wir ohne Grenze. Je mehr, umso besser. Ich glaube, es geht bei diesem Volksbegehren darum, wieder dieses Thema, das vielleicht in den letzten drei Monaten ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, der Bevölkerung bewusst zu machen, ihr klar die Botschaft zu geben, wie wichtig es wäre, hier ein merkbares und deutliches Signal in die Richtung der Regierung zu senden, denn mit Aufheben des Nichtraucherschutzes durch die Regierung mit 1. Mai sterben jeden Tag 3 Passivraucher an den Folgen dieser, in Wahrheit, dieses gesundheitspolitischen Irrtums. Und es ist jede Stunde in Österreich ein Mensch, der an den Folgen des Nikotinmissbrauchs stirbt. Und ich denke, das sind eindrucksvolle Zahlen. Und wir wissen auch, dass eine überwiegende Mehrheit der Bevölkerung dieses Anliegen unterstützt. Und wir möchten sie motivieren, wirklich in dieser Eintragungswoche ihre Unterschrift zu leisten, um der Regierung ein sehr starkes Signal zu geben,
dass sie diese Fehlentscheidung überdenkt. Jetzt schwirrt immer wieder diese Zahl 1 Million durch den Raum. Bei 1 Million sozusagen wäre dieses Zeichen, das Sie angesprochen haben, so deutlich, dass die Regierung wohl das Ganze auch dementsprechend behandeln muss, beziehungsweise vielleicht sogar handeln muss. Ist das das Ziel? Also grundsätzlich einmal, wir legen uns auf keine Zahl fest, weil wir befürchten, wenn es dann nur 999 wären, dann sagt die Regierung Misserfolg. Es ist jetzt schon ein Erfolg, es ist jetzt schon mit nur den Unterstützungserklärungen 591.000. Je mehr, umso besser. Aber grundsätzlich geht es nicht um eine Anzahl an Stimmen. Grundsätzlich geht es um die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Und wir werden jedenfalls auch nach dem 8. Oktober noch weiterhin Druck ausüben. Und je größer dieser Druck ist, umso eher haben wir eine Chance, dass dieser Irrweg, dieser gesundheitspolitische Irrweg korrigiert wird von Seiten der Regierung. Was passiert denn jetzt bis 1. Oktober? Sie haben jetzt eine Kampagne angekündigt. Was genau haben Sie da geplant? Es wird also mit großer Unterstützung seitens der Ordinationen, seitens der Apotheker, hier erreichen wir pro Woche, glaube ich, 300.000 Österreicherinnen und Österreicher. Es gibt Plakataktionen, es gibt breite Unterstützung auch vor allem von der Sportcommunity. Beim Vienna Night Run werden 300 Leute im Team Don't Smoke mitlaufen. Es wird Plakate geben, es wird Informationsoffensiven geben in den einzelnen Ordinationen und wir werden auch über die Medien natürlich, über Anzeigen und über Berichterstattung hoffen wir, dass möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher der Wichtigkeit dieses Anliegens bewusst wird und dass sie sich in dieser Eintragungswoche auch tatsächlich in die Gemeindeämter begeben werden oder mit der Handysignatur hier zu unterstützen. Und wir wollen, dass jeder, der das schon unterstützt hat, dem das wichtig war, zumindest einen, der noch nicht unterstützt hat, motiviert, doch die Unterschrift zu leisten. Denn es ist keineswegs schon klar, dass das nicht erfolgreich sein kann. Aber das heißt, die knapp 590.000 Personen, die schon unterschrieben haben, die es unterstützt haben, die müssen nicht noch einmal unterschreiben? Das zählt und damit sind wir schon in den Top 10 der derzeitigen Volksbegehren. Aber wir wollen natürlich an die Spitze. Sind auch Aktionismen geplant, abseits jetzt der klassischen Kampagne? Naja, Aktionismen, nein. Wir wollen eigentlich hauptsächlich informieren. Wir sehen uns auch als eine seriöse, vor allem von der Gesundheit und dem Bestreben, die Gesundheit der Bevölkerung zu promoten, Bewegung, die keineswegs parteipolitisch motiviert ist, sondern hier geht es ausschließlich um die Gesundheit der Österreicherinnen und des Österreichers. Jetzt ist dieses Gesetz schon seit einigen Monaten in Kraft getreten. Gab es seitdem eigentlich zwischen der Initiative und der Regierung Gespräche? Gab es nicht. Die Regierung versucht mit einzelnen Maßnahmen, die wir durchaus auch begrüßen, hier den Eindruck zu erwecken, dass ohne dies schon viel getan wird. Zum Beispiel das Alter auf 18 Jahre hinaufsetzen, Rauchverbot in den Schulen. Das unterstützen wir, das finden wir gut. Aber es ist bei weitem zu wenig. Und wenn man weiß, dass das Rauchen bis 16, bis jetzt schon verboten war und in Österreich 15% der 15-Jährigen schon geraucht haben, fragt man sich schon, wo war die Kontrolle? Und das ist eine große Sorge, dass das eben nur plakativ quasi verkauft wird, dass aber das sehr schwer sein wird, das zu kontrollieren. Und was wir gar nicht verstehen, ist, dass die Jugendlichen, die in der Gastronomie in Ausbildung sind, für die gilt das nicht. Hier gibt es Ausnahmeregelungen, dass die eine Stunde pro Tag maximal im Raucherbereich tätig sein dürfen. Diejenigen, die vor dem 1.9. begonnen haben, sogar 4 Stunden. Und in Wahrheit schädigt man diese jungen Menschen und das ist eigentlich verantwortungslos. Warum ist es eigentlich so schwer, in Österreich so ein Rauchverbot umzusetzen? Fast alle anderen europäischen Länder haben das. Liegt es wirklich nur an unserer Politik oder liegt es an den Österreichern? Nein, ich glaube schon, dass es in Wahrheit liegt nicht einmal an der Politik, sondern selbst der Bundeskanzler befürwortet das ja. Es liegt in Wahrheit am Strache, am Vizekanzler, der das zur Koalitionsbedingung gemacht hat. Und in dem Irrglauben, dass man hier eine notwendige Freiheit schaffen muss. Ja, man kann ja diese Freiheit schaffen in freien Räumen. Man kann natürlich auch, ähnlich wie es auf den Flughäfen und auf den Bahnhöfen ist, könnte man natürlich echte Raucherbereiche schaffen. Aber so wie das momentan ist, wissen wir, dass in der Gastronomie selbst der Nichtraucherschutzbereich durch die Feinstaubbelastung einer hohen Schädigung ausgesetzt ist. Und das ist jedenfalls eigentlich verantwortungslos. Und ich fürchte, dass hier die Gastronomie
die offiziellen Vertreter der Gastronomie eine starke Lobby bilden, obwohl die Mehrheit der Gastronomen eigentlich für dieses generelle Rauchverbot wären. Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sie haben eine sehr breite Unterstützerbewegung, auch prominente Unterstützer. Wer ist da alle dabei? Also wir haben viele von den Sportlern, wir haben Hoffmann zum Beispiel, der Rapid-Legende läuft mit hier. Der Sportclub hat sich deklariert, hier das zu unterstützen. Es gibt eine Vielzahl von prominenten Sportlerinnen und Sportlern, die das unterschrieben haben. Interessanterweise, viele von ihnen scheuen es, in die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe mir dann gedacht, das macht auch ein Bild der Politik, wie offensichtlich unser Sportminister, der ja von der Freiheitlichen Partei kommt, und Strache ist ein Befürworter des Rauchens, des freizügigen Rauchens, hier offensichtlich auch hinter den Kulissen die Möglichkeit hat, Druck auszuüben, dass selbst Menschen, von denen ich eigentlich denke, dass die überhaupt unabhängig sein müssten, gesagt haben, wir wären lieber in der Anonymität. Also Sie meinen, da wird hinter den Kulissen Druck ausgeübt? Daran besteht wohl kein Zweifel. Was soll denn dann nach diesem 8. Oktober passieren? Angenommen, Sie erreichen jetzt diese 1 Million Unterschriften oder vielleicht sind es auch nur 900.000, wäre ja auch eine tolle Zahl. Wie soll es dann weitergehen? Ja, weil also, da besteht natürlich die Gefahr, dass das dann im Parlament zwar behandelt wird, aber halt abgedreht wird und so wie viele Volksbegehren davor im Sand verläuft. Also grundsätzlich einmal muss es und wird es jetzt im Parlament auch behandelt werden. Und es wird mit dem 8. Oktober nicht vorbei sein. Wir werden so lange aktiv sein, bis es zu dieser Gesetzesänderung kommen wird. Und selbst der Vizekanzler weiß, dass der Zug in diese Richtung fährt. Und in Wahrheit reden wir nicht, ob die Gastronomie rauchfrei wird oder nicht, sondern wir reden letztendlich nur mehr noch darum, wann. Und jeder Tag früher rettet in Wahrheit 3 Passivraucher täglich das Leben. Und daher wird es unser Bemühen sein, weiterhin dahin zu wirken, die Bevölkerung zu informieren, die Politik zu informieren. Und wir erleben ja schon, dass sehr viele Gastronomiebetriebe freiwillig diesen Schritt gesetzt haben. Ich meine, wenn in Wien das Schwarze Kamel rauchfrei ist, dann ist das ein Signal, wo ich mir denke, da sollte selbst der Vizekanzler hinhören. Mhm. Glauben Sie, dass diese Regierung dann noch was ändern wird innerhalb dieser Legislaturperiode? Es wäre ja ziemlich ein Salto rückwärts in dem Fall oder Salto vorwärts wäre es eigentlich. Ja, also ich meine, wir haben diese Zahl von 900.000, die dann zu einer verpflichtenden Volksabstimmung führen. Das wurde sozusagen für das Jahr 2021 in den Raum gestellt. Das ist uns viel zu spät. Das sind viel zu viele unschuldige Menschen, die daran gestorben sind. Viel zu viele Jugendliche, die mit dem Rauchen begonnen haben. Und wir setzen alles daran, das so früh als möglich umzusetzen und haben hier eine wirklich breite Unterstützung und letztendlich lebt die Politik und die Politiker von der Mehrheit des Volkes. Das ist in einer Demokratie so und sie sollten endlich einmal diese Zeichen auch verstehen und wir hoffen sehr, dass durch eine kräftige Unterstützung all dieser Menschen dieses Signal gelingt. Appellieren Sie da auch an den Bundeskanzler? Selbstverständlich, wir würden uns sehr freuen. Er selbst steht ja nach wie vor dazu. Und er steht auch dazu, dass das eben eine Koalitionsbedingung war. Ohne diese Bedingung hätte es diese Koalition nicht gegeben. Alleine mir fehlt der Glaube, dass die FPÖ tatsächlich daran hätte eine Regierung scheitern lassen. Herr Professor, vielen Dank. Am 8. Oktober wissen wir dann, wie viele Unterschriften es sind, beziehungsweise am 9. Wird sehr, sehr spannend. Wir machen eine kurze Pause, dann sind wir gleich wieder zurück und dann geht es weiter mit unserem großen Politduell, mit unserem Aufregerduell jeden Dienstag hier bei Fellner Live. Der linke Rambo, Rudi Fussi auf der einen Seite und der rechte Zyniker Gerald Gross auf der anderen Seite. Sie diskutieren heute unter anderem über den Sexismus-Eklat rund um Evgeny Dönmez. War es richtig, dass die ÖVP ihn aus dem Parlamentsclub ausgeschlossen hat oder war das überzogen? Das und über weitere Themen wird gleich hier gestritten. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause.